Mit diesem flackernden Licht suchen wir jetzt die Faust von Crota. Die Hexe von dieser Wolke ist verschwunden, Mensch, Mann. So eine komische Hexe war noch vorher da und hat uns auch nicht gegeben. Sardon ist der erste von Crotas Gesandten. Seine Armee half dabei, den Mond zu zerschmettern und für seinen Meister zu erobern. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen. Die Schar bereitet sich auf das Erwecken von Crotas Seele vor. Genau, die Untoten heißen die Schar und die haben den Mond zerstört. Wenn ich zerstört meine, meine ich zerstört. Holla, die Waldfee. Da dürfen wir gleich mal einen Counter kriegen. Sehr gut. Oh, ein Relikt. Ah, das Schwert. Ich liebe das Schwert. Ich liebe das Schwert. Oh, das Schwert ist so cool. Ah, es gibt nichts Geileres als dieses Schwert. Ohne Witz. Seht ihr das? Alter, es hat einfach so Laune, mit diesem Schwert zu kämpfen. Ihr seht, Alter, es wird einfach so laut. Vor allem ist es so krass, wie sich das Schwert mit meinem Level potenziert. Ich schnetzel die mit 700 Schaden. Das ist einfach so mega nice. Oh. Die haben sich ja hier richtig heimisch gemacht. Mein Schwert, nein! Hey, mein Schwertchen. Wieso haben die mir mein Schwertchen weggenommen? Ich überlebte jahrelang in den Tunneln der Schar unter der Mondoberfläche. Die Schatten wie die Schar nutzend. Halt die Augen offen. So, die Grotten in Altrussland, die haben sich ihr Eindeut voll krass runtergegraben, die Schweine. In die Erde rein. Die Schlawiner. Ah, cool, da gibt es hier noch so einen Orb, wo das Schwert drin ist. Empfangt eine dunkle Bürde, lastet auf deinem Licht. Oh, 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 oh! Ups. Ups, das war Sardon. Wir müssen uns mal hier erstmal der Lage bewusst sein. Na, bevor wir jetzt hier voreilig nochmal da rangehen. Kann nicht mehr hoch teleportieren. Ja. Kommst du mal? Oder was ist da los? Hihi. Ja, ich bin ein bisschen feiglingmäßig unterwegs, weil der putzt einem so schnell das Leben weg, dass gleich alles zu spät ist. Oh oh. Ich meine, ich kann nicht mehr teleportieren.
Fick dich. Ja, komm! Fuck you! Alter, wie um das Gelinde mal zu sagen, unfair. Ganz schön knapp, ne? Da Sardon niedergestreckt wurde, komm zu mir. Es gibt viel zu tun. Die restlichen Gesandten von Crota werden nicht ruhen, bis die Erde für die Rückkehr ihres Meisters bereit ist. Das war knapp. Das war knapp. Also der hat mir ordentlich gegeben, ne? Ey, ganz schön schwierig. Natürlich hätte ich vielleicht mehr die Schrotflinte nutzen müssen. Aber egal, ich hab's ja geschafft. Sehr gut. Aha. Ja, Prämien. Jo. Scharfschützengewehr. Lasse. Nicht wirklich. War eher ein Scherz. Wir wollen mal kurz gucken. Okay. Bringt uns gar nichts. Oh, ne? Mehr Munition Schrotflinte, mehr Munition Automatikgewehre. Das ist natürlich mehr als nur vorteilhaft. Ah, deswegen, der Bonus ist so hoch, weil wir so viele Automatik-Zusatzgewehrmunition haben. Ja, super, den habe ich mir extra gekauft, ne? Erhöht die Verbesserungsrate für Handfeuerwaffen. Prinzipiell ist mir das egal, aber da ist Stärke drauf und mehr Verteidigung. So. Holla, die Waldfee. Da gibt's aber einiges zu tun. Mond. Das dunkle Jenseits. Ja, das weiß ich. Ja, okay, wir gehen mal zu dem vestianischen Außenposten. Lustig, dass das scharfe S nicht so dick ist wie die anderen Buchstaben. Die Deutschen und ihre Sonderzeichen, ne? Mann. Ich schätze mal, das hat da den Hintergrund, dass durch die schwingenden Übungen, meinte, dass es zu dick ist, um klug scheißerisch zu sein. Neue Grimorienkarten, super. Ich habe mir die Dinger eigentlich noch nie angeschaut, muss ich mal machen. Bis jetzt noch keinen Bedarf dafür gehabt. Oh. Ah, stimmt. Das ist ein komplett neues Außenpästchen. Wo man auch Sachen kaufen kann und alles Mögliche. Alter, sind hier viele Leute unterwegs. Hör mir auf. Ja. Die Kryptarchei steht dir zur Verfügung. No? Dieser furchtbare Roboter kann dir eine Umkleide zeigen. Geh und schieß auf Dinge. Ja, das brauchst du nicht sagen. Ah, Haus des Urteils. Wir sind jetzt alle Freunde. Mhm. Nice. Cool. Okay, neue Flugzeuge und Farben. Hm.
Ah, nice. Ja, ihr merkt schon, ich habe so eine leichte Grün-Tendenz, aber ich habe schon gesehen, ich habe vorher das Video kurz angeschaut, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und das Grün sah gar nicht so geil aus. Wir können es wieder schaffen. Gut, wieder du und ich werden nun zusammen ein paar Wölfe jagen. Das Haus der Wölfe hat das Knie mit meiner Königin gebeugt. Nach dem Griff kriegen hat er sie aufgenommen, akzeptiert und haben sich genau alleine losgerissen. Die Anführer des Skolas ist aus dem Gefängnis der Altnau geflohen. Sie müssen aufgehalten werden, um jeden Preis. Wir müssen nur sein nächstes Ziel identifizieren. Ich wette, ich weiß, wie wir anfangen können. Schon, Alter, das ist so cool. Alter, so ein Drohnenschiff, cool. Ist leider nur so ein nice to have. Das bringt uns eigentlich Level-Ups. Bringt es uns eigentlich überhaupt irgendwas? Pass auf dein Licht auf, Außenseiter. Fick dich, Osiris-Brüder. Hüter. Zwei Gewinner auf ein Prüfungsticket. Halte deine Augen offen. Pass auf dich auf, Außenseiter. Okay. Scheine ich einiges looten zu können. Komme ich gar nicht durch. Da auch nicht. Kannst du mir den Weg sagen? Status wird aktualisiert. Gibt's hier überhaupt irgendwie. Zurzeit bin ich in der. Beutezüge. Hallo, Hüter. Ja, ich möchte gerne auch abgeben. Wie kann man nochmal abgeben? Oh, öffne jetzt einen Schließer. Kann man die hier abgeben? Ah, da tatsächlich. Lichtpartikel um. Lösung von Ganderbalsee-Beutezug wird bestätigt. 140. Ätherisches Licht. Nee, das lohnt sich nicht. Also die Waffe abzugraden ist grundsätzlich nice. Aber lohnt sich nicht, weil ich finde ja geile, bessere grüne Waffen. Von dem her ist das leider nicht so nice. Nun. So, keine verfolgten Objekte. Jo. Kann man das verfolgen? Sollte ich mal verfolgen, ne? Schauen wir mal als Option. Okay. Haus der Wölfe, Dunkelheit lauert. Gegen die Schar. Erlass des Sprechers. Rüstungsupgrade. Ja. So. Sie festlegen. Ah, da. Start. Zum Turm wieder quatschen. Oh, ich bin 27. Cool. Haben wir die Beutezugdinger schon mal ein Level weitergebracht. Was mir das bringt. Vielleicht mehr Licht. Eventuell. Kann gut sein. Yay, Ladesequenz. Ja. Man müsste mal die Stunden und Tage mal zusammenzählen, wie lange man auf irgendwelche Ladesequenzen wartet. Das ist schon abnorm. In der Zeit, in der man einfach nichts macht. Gar nichts. Das ist schon. Kommt bestimmt was zusammen. Ach, das ist die Tuse da unten. Alles klar. Ja, kein Wunder, dass sie so aussieht, wenn sie da gelebt hat.
Zwar hast du die Faust von Krodor besiegt, doch die Gefahr ist nicht gebannt. Du hast Omnigul bereits gesehen. Krodors Armeen suchen den letzten Kriegsgeist. Das Omnigul davon abhalten, Rasputin ausfindig zu machen, wollte sie an seine Steuerung unter ihren Kontrolle bringen. Zurück zu seinem Wissen erhalten, wird sie unaufhaltbar sein. Ich schätze mal diese komische Hexe. Suchen nach dem letzten Kriegsgeist. Halte sie auf, bevor sie Rasputin finden. Okay. Dann mal raus teleportieren und direkt weiter mit der Geschichte. Ziel festlegen. Auf die Erde. Ah, da. Belagerung des Kriegsgeistes, Stufe 12. Da, hier unmöglich. Erhöhe dein Licht, um die Schwierigkeitsstufe freizuschalten. Ja. Tut mir leid, dass unser Licht nur auf 124 ist. So gesehen unsere Gegenstandsstufe. Wie bei WoE oder so. Nur, dass es hier die Lichtstufe ist. Haben sie aber... Ist sinnvoll auf jeden Fall. Rasputin ist der letzte der Kriegsgeister. Sie waren die größten Verteidigungssysteme, die jemals entworfen wurden. Ein riesiges Netzwerk aus Satelliten und Massenvernichtungswaffen, gebaut, um die Menschheit zu beschützen. Krotas Armee versammelt sich in der Nähe eines versteckten Bunkers eines Kriegsgeistes. Wir können nicht zulassen, dass die Schar Rasputin zerstört. Oder schlimmer, ihn kontrolliert. Ja. Aber hat das der Menschheit geholfen, dass die da haben? Unter der vergessenen Küste befindet sich ein Geheimgang zum Bunker des Kriegsgeistes. Halte die Schar davon ab, Rasputin zu erreichen. Ich dachte, das ist irgendwo in der Nähe. Rasputin schweigt immer noch, aber er kämpft für unseren Schutz. Wir können nicht zulassen, dass Krotas Armee einen Weg findet, die Verteidigung des Kriegsgeistes zu umgehen. Oder Krotas Gesandte werden die Erde überrennen. Det wollen wir nicht, ne? Die Gegend ist auch eines der ersten Gebiete, die man hingeht. Hier haben sie einen Bunker versteckt, alles klar. Warum mal alles mehr hier? So. Hier geht's runter. Rest 2. What the fuck? Diese Musik. Rasputin ist in Schwierigkeiten. Okay, Musik als ein Alarmsignal. Ich habe noch nie erlebt, dass er Gäste hereingebeten hat. Finde den Kontrollraum. Ach, das ist ein hochintelligenter Computer oder was? Oh, sind schon drin. Sie haben einen Weg hineingefunden. Natürlich, die finden dauernd irgendwie. Sie dürfen Rasputin nicht erreichen. Blitz. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Die Untoten finden immer einen Weg. Aber Untote, mal ganz ehrlich, sind einer der geilsten Völker, die es gibt.
Und tot zu sein ist einfach cool. Ja, das ist das fucking Leben schon hinter dir. Ja. Wobei die Schar sind, glaube ich, keine Untoten. Die sind irgendwie eine komische Mischung. Akolyten, eher dunkle magische Geschöpfung eher. Sterbt. Och! Shit. Da hat mich der fucking Ritter ausgeschalten. Und auf den habe ich gar nicht mehr geachtet. Die Schar. Sie haben einen Weg hineingefunden. Sie dürfen Rasputin nicht erreichen. Ey, die Leibeigenen sind noch schlimmer als die fucking Viecher, die explodieren. Und die Ritter sind schwere Artillerieeinheiten. Und dann können sie noch diese Schilder machen, sind immer im Hintergrund. Aber wenn die auch mal zu lang hin, dann wächst da auch kein Gras mehr. Wenn ich wieder ein fucking in. Kommt doch unendlicher Nachschub? Verehrter Ritter. Oh, der ist besonders. Das ist keine so eine Explosionswaffe. Aber drei gezielte Schrotflinten, Kopfschüsse. Das Viech ist erledigt. Der Energiekern, das ist nicht gut. Ah nein, Kontrollzentrum. Finde die Steuerung. Vergewissere dich, dass Rasputin nicht von der Schar zerstört wurde. Hoffen wir es mal nicht, ne? Aber es reagiert ja noch. Oh oh. Da stimmt etwas nicht. Oh oh. Boah, die Musik, ey. Krieg mal Gänsehaut, so eine leichte, ne? Da explodiert der Kopf. Wo sind diese blöde Hexe? Da ist sie. Hoppala. Einer von Grohöcken hat Überreste beschworen. Oh! Ey, Area of Effect. Ich renn rein.
So. Okay. Ja, ja. Loot ist immer gut. Loot ist immer gut. Auch wenn er grün ist. What? Oh, da geht's wieder an. Gut gemacht, Hüter. Rasputin ist sicher. Aber Krotas Armee ist stärker, als ich dachte. Wir können nicht ruhen. Es ist an der Zeit, sie aufzuhalten, bevor sie Krotas Seele erwecken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da haben wir den Riesenfotzgeld komplett ausgeschaltet. Sehr nice. Und haben ordentlich Loot jetzt mitgenommen. Ey. Aber es ist schon, ey, geil. Geil, 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 geil. Story ist auf jeden Fall, hat das in sich. Und ich wusste gar nicht, dass es so einen Story-Pfad gibt. Ich dachte, es gibt noch ein paar neue Strikes und so, ein paar neue Waffen. Aber einen kompletten Story-Pfad? Warum nicht, ne?